Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Fritzbox hier wieder auf ihre Werkseinstellung zurücksetzen kann, egal um welches Modell es sich handelt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige euch jetzt einmal drei verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Ganze hier zurücksetzen können, da es leider keinen einfachen Reset-Knopf wie bei manch anderen Geräten auch gibt. Möglichkeit Nummer 1 geht, wenn deine Fritzbox noch funktioniert, schon mal irgendwie eingerichtet worden ist und du mit deinem PC entweder per LAN-Kabel oder per WLAN mit dieser hier verbunden bist. Hier muss ich in meinem Internetbrowser hier oben einfach mal fritz.box eingeben, das Ganze bestätigen, dann bin ich auch schon bei meiner Anmeldeseite und ich werde nach einem Kennwort gefragt. Dieses befindet sich normalerweise auf der Rückseite von deinem Router, bei mir hier rechts oben. Und wenn du natürlich schon mal das Passwort abgeändert hast, dann einfach das neue eingeben. Das mache ich jetzt einfach mal, Kennwort hier einfügen und auf Anmelden klicken. Nun befinde ich mich bei meiner Benutzeroberfläche von der Fritzbox 7590 und hier links gehe ich jetzt einfach mal auf den Reiter System, anschließend hier unten auf Sicherung und dann hier oben rechts noch auf Werkseinstellungen. Und wenn ich jetzt hier unten auf diesen Button Werkseinstellungen laden klicken würde, dann wäre ich auch schon bei meinen entsprechenden Werkseinstellungen wieder gelandet. Möglichkeit Nummer 2 funktioniert, wenn ich es bis zu meiner Anmeldeseite hier schaffe, aber mein Kennwort leider nicht mehr weiß, weil ich den Router vielleicht privat von jemand Fremdes gekauft habe, dann kann ich hier unten einfach mal auf Kennwort vergessen draufklicken. Als nächstes wird mir hier unten schon eine Anleitung angezeigt, wie ich weiter vorgehen kann. Und zwar soll ich jetzt einfach mal meinen Router, also meine Fritzbox, für mindestens eine Minute vom Strom nehmen und anschließend wieder zu dieser Seite hier zurückkehren. Ich ziehe den Netzstecker hier rechts also mal aus meinem Router raus und jetzt warte ich mal für ungefähr eine Minute. Die Minute ist rum, weswegen ich das Ganze wieder in meinen Router reinstecken kann und wenn dieser jetzt nach 1-2 Minuten hochgefahren ist, schaue ich wieder zu meinem PC. Das Gerät ist jetzt nach gut 2 Minuten wieder hochgefahren und ich habe meine Seite hier oben schon einmal aktualisiert. Was jetzt passiert ist, dass ich wieder bei meiner Anmeldeseite hier lande und wenn ich jetzt aber auf Kennwort vergessen draufklicke, dann erscheint hier unten noch dieser weitere Button und zwar Werkseinstellungen wiederherstellen. Also wenn ich hier draufklicke, wird der Router wieder zurückgesetzt. Wichtig ist aber auch noch zu sagen, dass diese Option nur in den ersten 10 Minuten verfügbar ist und dann verschwindet sie auch wieder. Möglichkeit Nummer 3 sollte funktionieren, wenn du die Fritzbox auch mit deinem PC überhaupt nicht mehr ansteuern kannst. Hier benötigen wir jetzt nämlich mal ein Telefon, was schon irgendwie mit unserem Router verbunden ist, also vollkommen egal, ob es sich um ein deckt schnurloses Gerät oder auch um ein analoges schnurgebundenes Telefongerät hier handelt und dann müssen wir mal folgende Rufnummer bzw. auch Befehl eintippen. Wenn wir also Raute 991-1590-1590-Stern eingetippt haben, dann müssen wir das Ganze mal hier mit dem grünen Hörer noch bestätigen. Jetzt wird nämlich schon automatisch hier der Befehl an unsere Fritzbox weitergegeben, dass sich diese wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen soll. Und egal, welche Möglichkeit bei dir jetzt funktioniert hat, im Anschluss müssen wir unseren Router natürlich auch wieder komplett neu einrichten, wofür ich aber auch schon ein extra Video einmal gemacht habe. Und somit haben wir unseren Router bzw. unsere Fritzbox jetzt auch schon wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Wenn du dir übrigens in der Zeit vermutlich besten Router am Markt, so einen WLAN-Repeater hier oder auch Kabel in egal welcher Länge zulegen möchtest, um einfach dein Internet zu Hause zu verbessern, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller zum relativ günstigen Preis. Das Beste dabei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Geschäft hinfahren. Wenn du dir also eins wie diesen Utensil hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.